Wasser kochen mit dem Cheese Stove. Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Herzlich willkommen hier bei uns in der Jotte. Neben mir habe ich den Cheese Stove. Den habt ihr schon in einigen Videos von uns auch gesehen. Ein netter kleiner Zeltofen, der, ich sage jetzt mal, für eine Kode oder ein kleineres Tipi sehr gut geeignet ist und vor allen Dingen durch seine kompakte Form und seine wunderbare Verarbeitung als Edelstahlofen einfach ein sehr schöner Zeltofen abgibt. Dieser Cheese Stove ist, kann man auch gut drauf kochen, zumindest wenn es um kleinere Portionen geht. Also für 14 Leute wäre jetzt der Topf schwierig drauf unterzubringen, aber wenn ich für mich selber koche und eben angefangen mit Wasser, habe ich hier eine Kochplatte, auf der ich relativ gut arbeiten kann. Was ich euch heute aber zeigen möchte, ist der kleine Wassertank, der zum Cheese Stove gehört. Das ist ein relativ kleiner Tank, der aber sehr mobil ist. Ich habe ihn hier so als Kennle, ich habe einen Ausguss dran und der große Clou an der ganzen Geschichte ist, ich kann ihn hier als Rauchrohr platzieren und dann sitzt er hier als Wassertank auf dem Cheese Stove drauf. Habe ich den voll Wasser, dann habe ich im Grunde immer die Möglichkeit, mir hier meine Tasse Tee zu zapfen oder wenn ich mal schön was spülen will oder so. Also einfach für so einen Alltag in der Kode, im Tibi, eigentlich ist ja nette Angelegenheit. Das wollen wir jetzt einfach ausprobieren, wie gut das Ganze funktioniert hier. Ja, ihr seht, das hat jetzt vom ersten Anfeuern bis zu der heißen Tasse Tee vielleicht 10 Minuten gedauert, vielleicht auch etwas kürzer, aber ja, sagen wir 10 Minuten, ist immer großzügig. Und ab dem Moment habt ihr jetzt immer heißes Wasser. Dieses Kännle kann ich auch, wenn der Griff anfassbar ist, also ich kann das Kännle jetzt auch einfach irgendwo hintragen, wo ich das warme Wasser brauche. Es gibt einen zweiten Einsatz, der kann hier ins Ofenrohr einmontiert werden, der fasst ein bisschen mehr Wasser. Aber ich finde den hier eigentlich ganz praktisch, weil er
dann doch einfach mobiler ist. Das heißt, ich kann ihn auch mal irgendwo auf eine Kiste stellen oder weg vom Ofen oder wenn er leer ist, einfach wegtun, während solange der Wassertank auf dem Ofen drauf sitzt, würde ich empfehlen, immer auch Wasser drin zu haben. Es ist zwar auch Edelstahl, alles schön verschweißt, und aber die eine Dichtung am Hahn, die würde leiden, wenn ihr den ohne Wasser befeuert. Ja, ich bin überzeugt, was dieser Wasserkessel angeht. Ich glaube, damit werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Dann, wenn wir ihn tatsächlich auch mal richtig im Einsatz haben und nicht nur hier so zum Anschauen. Jetzt kocht die Tasse hier weiter. Die müssen wir gleich retten. Ja, bis dahin sage ich, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal und schaut wieder rein, wenn es heißt, hallo, hier ist der Ralf von Jottenland. Jetzt heißt nämlich, tschüss, ich kümmere mich um diesen Tee hier.